Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge MMO Friday. Ja, war eine ganze Zeit nicht mehr da, denn ich habe in der Zeit nicht viele MMOs gespielt. Wildstar habe ich mir ein bisschen angeguckt, habe da auch noch ein aktives Abonnement am Laufen, aber da wusste ich nicht so ganz genau, was ich zeigen würde. Vielleicht zeige ich irgendwann mal ein bisschen was vom PvP oder ein Dungeon, aber ansonsten habe ich nicht wirklich viel MMOs, ja, gespielt, daher gab es eben kein MMO Friday, dafür kam mir was anderes, aber Steam Sales ist ja gewesen vor jetzt gut 2 Wochen. Ich habe mir im Steam Sale The Secret World gekauft. Seht ihr auch schon ein bisschen was von im Hintergrund. The Secret World ist ein MMORPG, wird von Funcom aktuell vertrieben. Die haben auch Age of Conan zum Beispiel rausgebracht und ich glaube aktuell Lego Minifigures im Free-to-Play-Bereich. Und The Secret World war mal ein Abo-MMO, ist aber kein Abo-MMO mehr, ist aber auch nicht Free-to-Play. Also es ist ein Pay-to-Play, beziehungsweise ein Buy-to-Play, heißt ihr kauft es einmalig, zahlt keine Abo-Gebühren und dann könnt ihr das Spiel spielen. Ich hatte mir das schon mal überlegt, mir das zu kaufen. Das kostet, glaube ich, aktuell so um die 19 Euro. Ich packe euch einen Link zu MMOGA unten in die Videobeschreibung. Ich werde vorher nochmal gucken, aber ich glaube, irgendwas zwischen 15 und 20 Euro kostet das Spiel aktuell noch. Dann aber halt keine Abo-Gebühren. Und im Steam-Sale habe ich das für 4,99 gekauft. Und dann dachte ich mir, kannst du nichts falsch machen. Also, The Secret World. An sich ein etwas anderer Ansatz eines MMOs, hat mir persönlich ganz gut gefallen. Das erste, was mir sofort aufgefallen ist, ich habe fast eine Stunde gebraucht, bis ich wirklich was gemacht habe. Davor war es Intro, Story und so weiter und das haben die richtig geil gemacht. Also da kommt man wirklich in ein MMO, was auch eine vernünftige Story bringt. Das heißt, das könnte glatt ein normales Solo-Rollenspiel sein. Und grundsätzlich am Anfang könnt ihr euch für drei Fraktionen entscheiden. Einmal die Illuminati, die Templer oder die Drachen. Und was die Drachen sind, keine Ahnung, denn die habe ich nicht gewählt. Ich habe mich für die Illuminati entschieden. Und wenn ihr das schon mal hört, solltet ihr wissen, ah Moment, das ist jetzt aber nicht so das normale Fraktionsgebilde eines MMOs. Denn The Secret World spielt eigentlich in der aktuellen Zeit und wenn ich mich nicht irre, sogar in New York. Das heißt, ihr seid ein ganz normaler Mensch. Und am Anfang kriegt ihr wirklich eine elend lange Cutscene, beziehungsweise so ein richtig langes Intro. Elend lang klingt ein bisschen negativ. Ich persönlich fand es sehr lang, aber es war auch cool, denn so konnte man sehen, was passiert. Und man weiß nicht ganz genau, woran man ist, denn irgend so eine unbekannte Kraft hat euch Kräfte gegeben. Ihr erkennt das, zuerst dreht ihr voll durch, bleibt zu Hause. Und dann kommt irgendwann, wenn ihr das so nach einer Woche schon mal kontrollieren könnt und euch sicher seid, kommt so ein Typ und sagt, hey, wir suchen Leute wie dich, komm mal zu uns. Und da ich die Illuminati ausgesucht habe als Fraktion, bin ich natürlich zu den Illuminati gegangen. Und dann gehe ich schon in die Open World Welt, die Manhattan Bar, wenn ich mich nicht irre, und musste dort schon mal so ein bisschen was machen. War cool, denn ich habe einen Charakter erstellt und musste auch gar keine Fraktion vorab wählen, aber ich musste keine Klasse wählen. Das kommt erst viel später. Das heißt, man erstellt sich einen ganz normalen Charakter. Mit diesem läuft man durch die Gegend, erkundet man so ein bisschen was und dann wird man halt bei den Illuminati zum Beispiel in so ein Testgelände reingebracht, beziehungsweise zu so einem Professor, der einen in einer Art sekundäre Wirklichkeit bringt, wo man etwas durcherlebt. Und das war so ein Angriff eines Gewissens, eines Etwas. Man weiß nicht so ganz genau, was es ist. Das ist so eine Substanz, die wohl in Tokio damals stattgefunden hat, dieser Angriff. Und den erlebt man als eine andere Person dann. Irgendwie hat das was mit den eigenen Kräften zu tun. Also eine ziemlich abgefahrene Story, was mir persönlich aber gefällt. Das ist einfach mal was anderes, ein etwas anderer Ansatz von MMOs. Und dort hat man schon gesehen, es geht eben darum, nicht mit Schwert und Schild durch die Gegend zu kämpfen, wobei das gibt es auch, sondern da zum Beispiel habe ich mit einer Schrotflinte und ähnliches, also ein bisschen wie Defiance mit eigenen Skills. Und ich konnte nach dieser ganzen Einführung mich dann letztendlich für eine Art Archetyp entscheiden, indem ich ausgewählt habe, was für eine Waffe will ich nutzen. Ich hatte 2 Pistolen zur Auswahl, die habe ich letztendlich auch gewählt. Schrotflinte, Sturmgewehr, Schwert zum Beispiel gab es dann auch. Es gab auch Magie, was dann eben mit mit dieser Macht zu tun hat, die man bekommen hat. Und nachdem ihr das ausgewählt habt, geht es dann erst los in die richtige Welt da draußen. Und das Ganze dreht sich halt um The Secret World, das heißt um die unsichtbare Welt in unserer Welt. Und ich bin sehr gespannt, was da storymäßig auf mich zukommt. Denn das, was ich jetzt in den ersten 2-3 Spielstunden gesehen habe, hat mich doch überzeugt. Also es ist kein Spiel, wo ich sagen würde, ja, dafür hätte ich 60 Euro ausgegeben und dann noch monatlich irgendwie noch 20 oder 10 oder wie viel es auch immer gekostet hat. Aber jetzt, ohne Abo-Gebühren, ist es ein Spiel, wo ich sage, ja, da kann man ab und zu mal reinschauen, da kann man der Story mal folgen, da kann man sich ein bisschen weiterentwickeln.
Und das macht auch richtig Spaß. Es gibt auch zahlreiche DLCs, wie ich schon gesehen habe, die waren in dem Kaufpreis wohl nicht mit drin. Ich bin gespannt, ob ich sie irgendwie in-game freischalten kann oder sie extra dazu kaufen muss. Da kann ich noch nichts zu sagen. Was den In-Game-Shop angeht, kann ich auch nichts zu sagen. Hatte ich keine Berührung bis jetzt mit. Das heißt, ich musste zu keinem Zeitpunkt von dem, was ich bis jetzt gespielt habe, irgendwie mit anderen Spielern interagieren. Auch nicht, weil ich noch sehr am Anfang des Spiels bin. Aber auch irgendwie nichts kaufen oder hatte das Gefühl, dass ich dazu gezwungen werde, irgendwie in den Shop mal reinzugehen. Und grundsätzlich sieht cool aus. Solltet ihr euch das kaufen, kann ich noch nicht sagen. Also ich werde mir das auf jeden Fall ein bisschen weiter anschauen. Werde vielleicht hier in den Kommentaren dann noch ein bisschen was dazu schreiben. Vielleicht auch ein neues Video nochmal dazu machen, wenn ich irgendwie ein paar Leveln höher bin und ein bisschen mehr vom Spiel gesehen habe. Aber grundsätzlich so der Ersteindruck ist relativ cool. Warum? Weil das Setting halt was anderes ist, so mehr in der Neuzeit. Davon gibt es sehr wenige MMOs. Die meisten sind ja entweder im Mittelalter oder in irgendeine Fantasy-Welt. Deswegen fand ich auch Black Gold Online so cool, weil es diesen Steampunk-Aspekt einfach noch nicht so ausgelutscht ist, wie das meiste, was man kennt. Und es hat auch nichts mit Zombies zu tun, was man ja mittlerweile irgendwie in jedem zweiten Spiel hat, sondern es ist was anderes. Es ist natürlich mal so eine kleine Grenze zwischen Free-to-Play-MMO und Buy-to-Play-MMO. Das heißt, bei Buy-to-Play-MMOs bin ich mir nie sicher, was erwartet mich, denn ich bezahle zwar einmalig, aber dann ist keine Abo-Gebühr dahinter. Heißt, man denkt meistens, da ist nicht so der Support dahinter, da kommt kein Content und so weiter und so fort. Bei Secret World muss ich aber sagen, ich verfolge die News ja grundsätzlich von MMOs immer ein bisschen und die bekommen regelmäßig Content-Updates und auch immer wieder neue Sachen, und was ich von den Spielern bis jetzt gehört habe, ist das Feedback auch relativ gut. Das heißt, den Leuten gefällt das Spiel, die spielen es noch aktiv, es war auch einigermaßen was auf den Servern los. Also, mal schauen, ich werde euch bestimmt weiter berichten, aber ich wollte euch erstmal so einen Kurzeindruck meiner ersten Spielstunden mitgeben in diesem MMO Friday, und der war auf jeden Fall sehr positiv. Ich freue mich, wenn ihr mir ein paar Kommentare zu The Secret World unten reinschreibt. Das heißt, habt ihr es schon gespielt oder denkt ihr darüber noch nach, euch das Spiel eventuell zu kaufen? Falls ihr es schon längerfristig spielt, würde ich mich freuen, wenn ihr schreibt, okay, was bietet es im High-End-Content? Lohnt es sich noch, das Spiel zu kaufen für andere Spieler? Oder sagt ihr, nee, so viel ist nicht mehr los, es kommt doch nicht genug für den High-Level-Bereich und ich würde es nicht raten? Oder vielleicht das Gegenteil, ihr würdet es raten, schreibt gerne auch warum. Wenn ihr es noch nicht gekauft habt oder noch nie gespielt habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr schreibt, habt ihr da Lust drauf? Findet ihr, das klingt interessant, das Spiel? Denn wenn ich mich nicht irre, gibt es auch so eine kleine Testversion, werde ich mal in meinem Account machen, ob ich da vielleicht den einen oder anderen einladen kann. Einfach unten in die Videobeschreibung in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten bleibt mir nicht viel mehr dazu zu sagen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, freue mich auf eure Kommentare und Meinung und hoffe natürlich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus.